Hallo meine Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Destiny 2 Jenseits des Lichts. Ja, weil ihr so toll seid, bekommt ihr gleich nochmal zwei Folgen in demselben Tag. Ja, reingehauen. So, ihr habt gerade die erste Folge gesehen und bekommt nochmal zwei Folgen. Dahinter ist doch geil. Ich habe auch noch ein bisschen gelevelt, bin jetzt auf 17.000, nicht 17.000, das wäre ein bisschen zu viel, 1780 Level. Man konnte auf dem Turm, konnte ich die Vorhaut komplett leveln und dann hat er mir da einen Helm gegeben bis 1772, den ich sogar hier gemaxt habe, genauso wie hier. Also ich kann nur empfehlen, Hüterspiele zu machen, denn dann kriegt ihr richtig viel, ja, Belohnung. Ich werde mal das Fusionsgewehr spielen, den Bogen und die Huckleberry. Ich glaube, ich habe die schon mal gezeigt. Auf jeden Fall wird sie die Feuerrate erhöhen bei jedem Nachladen und den Rückschuss verringern. So, wir müssen diese Quest hier machen. Wir sind so überlevelt. Das sieht man voll. 1600. Aber scheiß drauf. So, finde Aramis und halte sie auf. Stimmt. Wir müssen jetzt Aramis finden. Wird sie so ausgesprochen? Aramis oder Aramis? Ich sag bei Aramis, ist vielleicht ein bisschen besser. Mit meinem geilen Surferboot, das man ja in Hüterspielen bekommt. Aber ich habe leider nur das, was ich da nicht bekomme. Also das, ich brauche nur das Legendäre. Ich habe jetzt hier einfach nur das Standardteil. Muss ich unbedingt noch machen. Sonst ist blöde. Also Europa gefällt mir jetzt schon ein bisschen. Oh, hier ist eine Truhe. Was gibt's denn hier drin? Erfordert Eventteilnahme. Willst du mich verarschen? Okay, dann halt nicht. Und die Musik geht mal wieder ab, Alter. Oh, beweg dich doch mal. Gibt's da nicht. Meine Güte. Ich komme gerade noch vom Gassi gehen. Und es ist arschkalt draußen. Die Reste von Eventide, der Europakolonie von Clovis Bray. Gebaut, um jene aufzunehmen, die gekommen sind, um Exos zu erschaffen. Und um sie zu werden. Bis wir ankamen. Vieles wurde von Aramis enthüllt. Alles hat sich als überaus gefährlich erwiesen. Dann müssen wir es ihr einfach wegnehmen. Erstmal muss ich treffen lernen. So. Ja, der Bogen ist schon nicht schlecht. Wo kommt der überhaupt her, der Bogen? Anscheinend aus der Saison. Leute, ganz ruhig. So begrüßt man doch keinen krassen Hüter. Ja, so begrüßt man mich nicht. Oh, leider muss ich laufen. Im Hintergrund explodiert irgendwie alles. Aber wir ignorieren das mal. Aber es hört sich irgendwie an, als wäre es in der Nähe. Wieder ein Schick eingeschränkt. Keine Sorge. So schnell sterbe ich nicht. Das hier, das Fusionsgewehr, kriegt man glaube ich auch in dieser Saison. Ja, das Besondere ist halt, hier schießt zweimal. Zwei in eins. Dieser Dom, ist das der Ort, an dem du lebst? Ein Gipfel der Hoffnung für die verbliebenen Elixir. Aber eine ständige Erinnerung an Aramis Verrat an Varix. Ich will gerne Headshots verteilen, jetzt. Aber der kann halt sehr schnell raus und rein gehen. Das finde ich gut. So, ich bin mal in euren schönen Gemächern drinne. Na, gefällt's euch, dass ich hier drinne bin? Okay, was ist hier? Gesperrt und irgend so ein komisches Symbol.
gucken, ob sie auch hier ist oder vielleicht trollt sie auch nur. Ich rechne mit allem. Oh, Fallen. Da werde ich erstmal die Fallen deaktivieren. Granate. Au, 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 au. Jawohl. Easy. Okay, ist ja auch 1600. Ist jetzt nichts Krasses. Ich spüre sie wieder. Die Energie, die ich bereits zuvor gespürt habe. Das muss Eramis gewesen sein, als sie die Stasis eingesetzt hat. Stimmt, es gibt ja auch dann eine neue Fähigkeitsklasse, und zwar die Stasis. Das ist ja die Dunkelheit, die wir dann benutzen. Finde Eramis die Spur der Dunkelheit, die Eramis hinterlassen hat, führt direkt durch diese Tür. Aber sie ist verschlossen. Ja. Mit Stasis, ja. Ihr werdet nicht in der Lage sein, durchzubrechen. Dann werden wir einen anderen Weg finden. Oh, was ist denn hier los? Captain! Jahrhundertelang haben sie uns gebunden. Sklaven der sogenannten großen Maschine. Wir haben sogar Statuen nach ihr erbaut. Wir waren Lakaien. Unsere eigenen Kreationen. Nicht mehr. Heute werfen wir ein für alle Mal unsere Ketten ab. Diese Macht ist ein Geschenk. Dass ich mit euch allen teile. Schon bald. Phylax! Einer nach dem anderen. Erheben wir uns. Dies ist unsere Zukunft. Unsere Feinde haben keine Chance gegen diese Macht. Die große Maschine wird endlich leiden, wie wir. Anscheinend sind unsere Feinde gekommen, um uns zu testen. Lassen wir sie nicht wagen. Okay, wir wurden anscheinend entdeckt. Ich finde die Cutscenes richtig cool. Also besser als bei Shadowkeep. Oh nein, diese... Ich kann sie spüren. Sie ist zu mächtig. Eramis hat angefangen, die Stasis in ihre Armee zu verbreiten. Digga, wie viele kommen denn hier lang? Wir müssen sofort da raus. Ich rufe unser Schiff. Verschwinden wir. Okay. Ab. Nach Hause, Schnee, Schnee, Schnee. Nicht stehen, bleib ich weiter. Oh Gott. Ja, danke, dass du es nochmal sagst. Vielleicht sollte mal die Tür aufgehen. Hallo? Hallo? Ja, ich würde gerne gehen, wenn die Tür mal aufgeht. Dankeschön. 3 Jahre später. Tatsächlich die Dunkelheit. Die Gefallenen. Das ist gar nicht gut. Das Schiff ist da. Links! Ich sehe es. Bin ich blind. Oh, gerade noch entkommen. Aber das Ding ist, die Dunkelheit ist ja an Europa gekommen, weil ja, sie immer näher zum Reißenden gerückt ist. Und deswegen hat sie jetzt auch Europa berührt. Und ja, die Bewohner dort haben ja jetzt die Möglichkeit,
was mit der Dunkelheit zu machen, genauso wie das jetzt die Elixnier damit was machen. Gut, neue Missionen verfügbar. Was weh denn der Varix? Varix dachte, Eramis wollte ein neues Leben für die Elixnier schaffen. Aber diese dunklen Mächte haben ihren Verstand vergiftet. Und so bin ich vor ihr geflohen. Dafür nennt sie mich Verräter. Es sind noch andere geflohen, die, wie ich, immer noch die große Maschine verehren. Sie sind untergetaucht. Ich werde sie nicht zurücklassen. Ohne unsere Hilfe werden sie ihrem Krieg zum Opfer fallen. Aber vielleicht können sie gerettet werden. Es beunruhigt Varix zu hören, dass Eramis Leutnant Stasis benutzten. Die Situation ist ernster, als er vermutet hat. Er möchte auf Europa bleiben und andere Elixnier zu unterstützen, die vor Eramis fliehen wollen. Du sollst ihm helfen, mit Hilfe einer Matrix in der Nähe ein Kommunikationsnetzwerk einzurichten. So kann er mit seinen Verbündeten kommunizieren und die Evakuierung vorbereiten. Hilf Varix, das Patrouillennetzwerk in Kranos Übergang einzurichten. Und wir bekommen eine neue Waffe. Oh, die ist sogar besser als alle anderen. Frage der Verwirrung. Gibt es etwas Neues von ihr? Scheiß auf Digga, ich kann das nicht aussprechen. Effektivität, meine Güte. Effektivität in der Luft. So, scheiß darauf. Ja. Gut. Ah, hier ist die Quest direkt. So, machen wir das auch nochmal. Europa ist nicht mehr der sichere Hafen, den ich mir erhofft hatte. Wir müssen die Retter all derer sein, die nicht unter der Herrschaft eines dunklen Kelts leben wollen. Ein geheimes Kommunikationsnetzwerk würde es uns ermöglichen, Kontakt aufzunehmen. Varix, wir sind soweit. Wo ist das erste Relais? Varix dankt euch. Ah, hier, guck mal. Er ist direkt gefunden. Erkläre das geheime Kommunikationsnetzwerk. Gut, ich habe das erste Relais. Schön kommen jetzt Gegner und dann puff, puff, puff. Oder? Oder? Hab ich recht? Energieversorgung läuft, Varix. Nicht? Keine Gegner? Noch zwei weitere. Dieses Klackern, Alter. Oben. Warte. Ich kann meine Fähigkeit nicht benutzen. Ja, okay, dann ist ja klar, dass hier keine Gegner kommen. Oh nein, nicht runterfallen. Ach, Digga, stelle ich mich blöd an. So. Bam. Geh mal bitte. Ja, dieser Sturm, der ist voll cool. Okay, Varix, das waren zwei. Hast du das gehört? Klang wie Stimmen. Was? Wer? Die durch mich sprach. Dann müssen wir uns beeilen. Es gibt noch ein weiteres Relais. Ja, ich wurde gerade einfach verschlungen. Von der Dunkelheit. The Darkness. Das ist einfach so eine Kingdom Hearts Story. Ein Dreieck. Oh, Alter. Oh nein. Sie ist es. Sie ist hier. Meine Augen wurden geblendet. Sie ruft uns. Untersuche die Krax. Was? Die Krax der Dunkelheit. Was auch immer ein Krax ist. Komm ich jetzt was? Wir haben gerufen. Du hast geantwortet.
Wir haben dich lange genug warten lassen. Nun komm, die Rettung erwartet dich. Mit freundlichen Grüßen werde ich das annehmen. Also ich bin mal gespannt. Wenn wir wirklich die Dunkelheit an uns reißen, dann ist es nice. Das Licht hat dir nicht genügend Anerkennung gezollt. Wie einem Soldaten, dem immer wieder aufgetragen wurde, seine Befehle zu befolgen. Deshalb wollen wir uns bei dir bedanken. Mit einem Geschenk, das dir helfen soll, endlich die Oberhand zu gewinnen. Irgendwie cool, wie der Geist so besessen ist. Also, er wurde sozusagen gerade in Gewahrsam genommen und jetzt ist er hypnotisiert sozusagen. Oh, Cutscene. Unser Hüter, gerade rechtzeitig. Ja, hi, ich bin der Hüter, der in den Cutscenes nicht da sind. Oh Gott, wie merkwürdig das ist. Okay, wir haben, warte mal, wir haben jetzt den Gambit-Typen, also den Vagabunden. Dann haben wir die dreiäugige, wie heißt die nochmal? Aeris Morn, genau. Und dann haben wir noch die fremde Exo von Destiny 1. Also die kennt man aus Destiny 1. Oh, ich kann sogar mit denen reden. Ich bin wirklich erleichtert, dich zu sehen. Wir brauchen dringend Verbündete. Und noch dringender brauche ich einen Puffer zwischen mir und dem nervigen Vagabunden. Weißt du, die Fremde ist viel zu still, um mir eine Pause von seinem Geschwätz zu verschaffen. Ich vermute, ihr Schweigen bedeutet, dass sie etwas zu verbergen hat. Ich weiß aber noch nicht, was. Nun, die zwei sind aber immer noch besser als meine einsamen Studien auf Luna. Du hast Glück, deinen Geist zu haben, Hüter. Wie du dir sicher schon denkst, sollte diese Reise in die Dunkelheit nicht alleine angetreten werden. Stimmt, sie ist ja geistlos. Okay, das war beleidigend. Tut mir leid. So, Vagabunden. Dein alter Kumpel Vagabund hatte recht. Das Motto, Licht ist gut, Dunkelheit ist schlecht, hat ausgedient. Und die Leute fangen endlich an, es zu begreifen. Bei allem, was auf dem Spiel steht, genießt du es, im Recht zu sein? Gönn mir doch auch mal was, Dreiauge. Okay? Einmal. Ah ja, schöne Bindung, die die haben. Und genauso wie dieser Stuhl, der irgendwie einen Zitteranfall hat. Ich weiß. Ich schulde dir eine Erklärung für das alles. Ich bat die Hüter einst, das schwarze Herz zu zerstören, um die Dunkelheit fernzuhalten. Doch trotz unseres Erfolgs ist mir jetzt klar, dass das Schicksal früher oder später an die Tür klopft. Die Schleusen sind offen. Die Dunkelheit ist hier. Jetzt nutze ich sie, um unsere Feinde aufzuhalten, wo das Licht es nicht kann.
Deine Stärke in der Pyramide beweist, dass auch du sie benutzen kannst. Vor uns liegt eine sogenannte Ziggurat. Sie dient der Versuchung. Um dein Training zu beginnen, musst du nachgeben. Hier, nimm das. Muss nachgeben? Nur damit ich die Dunkelheit haben kann? Du musst wissen, die Grenze zwischen Licht und Dunkelheit ist sehr schmal. Überschreiten wir sie gemeinsam. Ja, ganz ruhig. Die fremde Exo ist zurückgekehrt. Gerade als die Dunkelheit dich zu sich einlädt, statt dich zu ermahnen, dich abzuwenden, sagt sie es, sei an der Zeit zu akzeptieren, was dir anbietet. Das Licht reicht nicht aus, um sich Eramis und ihrem dunklen Rat entgegenzusetzen. Wenn du sie besiegen willst, musst du die Macht der Dunkelheit annehmen, wie sie es getan hat. Sie überreicht dir einen Splitter der Dunkelheit, der es dir ermöglicht, Stasis einzusetzen. Es gibt noch mehr von seiner Art und sie alle befinden sich in die Hände von Eramis und ihrem dunklen Rat. Dein Splitter ist noch schwach, doch je mehr dein Können wächst, desto mehr Stärke wird er werden. Schließlich bietet dir fremde Exo noch ihr Lager an. Komm hierher zurück, um über neue erworbene Erfahrungen nachzudenken. Ja, okay. Lore, das juckt uns jetzt wirklich nicht viel. Okay. Stimme den Splitter der Dunkelheit in die Ziggurat. Okay. Ja. Irgendwas. Ziggurat, Dunkelheit, Stasis. Yeah. Oh, Mann. Aber wie random hier auch das gespawnt ist. Halt wirklich, es kam her und auf einmal ist es da. Einstimmen. Habe ich jetzt Dunkelheit? Jenseits des Lichts, kommuniziere mit den Krux. Okay, habe ich ja gerade kommuniziert. Jetzt soll ich wieder zurückgehen. Was ja auch für ein Kampf war. Und ich stand wahrscheinlich dort hinten und hab mir ihn angeguckt. Nee, jetzt muss ich ganz woanders hin. Wahrscheinlich zu Varex. Zu Varex! Alter Stimmbruch. Warte, ich versuche jetzt nochmal Varex nachzumachen. Ich heiße dich willkommen, mein Hüter. Oh, ich könnte das besser. Ach, keine Ahnung, Alter. Sein Anfall habe ich auch noch nicht verstanden. Nee, wir müssen ganz woanders hin. Aber die Quest erklärt es auch mir nicht. Deswegen fahren wir einfach dort lang. Jetzt gehen wir einfach zu Eramis. Ich habe die Dunkelheit und jetzt mach ich dich damit kaputt. Mach ich da boom. Dann mach ich kaboom. Und boom. Okay, reicht auch wieder. Oh, mein Schirm hat einen Anfall. So, hier runter. Oh nee, warum ist jetzt hier traurige Musik? So, ab in den Nexus.